Erste-Hilfe-Situationen sind die wahren Survival-Situationen oder sagen wir die wahrscheinlicheren Survival-Situationen, die dich und mich treffen können. Und eine Möglichkeit ist ein Survival-Kit, nämlich ein Erste-Hilfe-Kit. Und ich mag dir heute das von der Firma Miltec vorstellen. Und wenn dir das interessiert und auch interessiert, worauf es bei der Outdoor- und Survival-Erste-Hilfe ankommt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und sag gleich zwei Dinge. Nummer 1, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, also hol dir vielleicht noch einen Kaffee oder was zu trinken oder was auch immer. Und vielleicht will deine Hand mit der Maus die Maus schon auf ein anderes Video geben und sagen, erste Hilfe, langweilig. Erste-Hilfe-Situationen sind die wahren Survival-Situationen. Oder sagen wir besser, die wahrscheinlicheren. Dass du in eine Notsituation kommst, dass du dich verirrst und einen Baum fällen musst und weiß ich nicht, dich ernähren musst von Würmern und solchen Dingen, kann passieren, ganz klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also dir und mir passieren eher Erste-Hilfe-Notfälle. Und dazu braucht es eine Lösung. Du brauchst eine Handlungsstrategie, du brauchst irgendeine Idee, was du tun sollst. Wir haben vor kurzem, vor wenigen Tagen, das Outdoor Survival Erste Hilfe Seminar hier bei mir im Niederösterreich im Billachtal abgehalten. Und da war der Cheftrainer sozusagen, der Dr. Thomas Girgis, seines Zeichens Notarzt, eben der Trainer für diese Erste Hilfe Komponente, für die medizinische Komponente. Und was wir gleich gemerkt haben, ist, dass bei so einer Erste-Hilfe-Situation ein sogenannter Kontrollverlust eintritt. Was meine ich damit? Ich habe, bös wie ich bin, mir am Unterarm natürlich nur simuliert einen Schnitt gesetzt und den Schreien angefangen und Blut und alles. Und es war so, dass die Teilnehmer rund um mich gesessen sind, ich habe mich dann am Boden geworfen und geschrien und helft mir und sowas. Und am Anfang hat mir einfach niemand geholfen. Die ersten 10, 15, 20 Sekunden hat mir niemand geholfen. Jetzt kannst du sagen, ja Reini, das ist ja so eine Übungssituation, da haben die Leute nicht gewusst, dass sie was tun sollen. Die haben geglaubt, du magst da gerade ein Theater oder Affenzirkus oder so irgendwas. Nur glaub mir eines, auch in Erste-Hilfe, echten Erste-Hilfe-Situationen, die ich auch schon erlebt habe, im Kursgeschäft oder auch privat, gibt es sehr, sehr viele Leute, die in einen Freeze-Modus kommen. So, was ist da jetzt? Einmal eine Information brauchen. Das Gehirn muss einmal schauen, was ist da überhaupt? Worum geht es da überhaupt? Was ist passiert? Ich soll was tun? Ich habe gar keine Ahnung. Und in so einen Freeze bleiben, nicht ins Handeln kommen. Ich beschreibe das zum Beispiel in meinem Buch Die 10 Survival-Regeln. Ja? Das ist eben einen von diesen, das sind drei Basis-Modis, ja? Ein Modus, in den du reinkommen kannst. Du sollst aber in Fight kommen, in komm, wir tun was, wir handeln, ins Handeln kommen. Aber im Moment hast du gar keinen Plan. Und das ist in der Übung so und das ist auch in der Realität so. Und der Thomas, Dr. Thomas, hat etwas ganz Interessantes gesagt. Und zwar er als Notarzt, und der macht das nicht so hobbymäßig, so manchmal halt so wie im Film, sondern der macht das jeden Tag, wenn er hackeln geht. Er sagt, du kommst mit deinen Leuten, mit den Sanitätern zu diesem Schauplatz hin und du hast dann momentan einmal auch wirklich keinen Plan. Du musst einmal schauen, du lässt dich irgendwie ein bisschen treiben. Das heißt nicht, dass du überhaupt sagst, das ist mir alles wurscht. Nein, aber du schaust einmal, du brauchst einmal Informationen. Was ist da überhaupt los? Aber er hat gesagt, er kommt sofort ins Handeln. Das heißt, er schaut und tut und macht Basismaßnahmen und lässt sich dann treiben und tut etwas. Was dann zu tun ist, ist wieder eine andere Sache. Das haben wir in diesem Erste-Hilfe-Kurs sehr ausgiebig gesprochen. Wir haben uns die unterschiedlichen Varianten angeschaut. Das war sehr, sehr interessant. Also wenn dich das Thema Outdoor und Survival-Erste-Hilfe interessiert, dann gebe ich da unten den Link auf das Kursprogramm, in mein Kursprogramm. Schau dir das an. Auch wenn du in Deutschland sitzt, ich weiß, es ist relativ weit zu uns. Dieser Kurs lohnt sich wirklich, weil wir dir Schritt für Schritt zeigen, worauf es ankommt. Aber, und jetzt kommt der Punkt.
Du kannst vieles improvisieren. Man kann einen Schal, man kann ein T-Shirt, man kann irgendwie vielleicht einen Druckverband machen bei einer starken Blutung. Ja? Viele der Basismaßnahmen, wenn ich zum Beispiel eine bewusstlose Person vor mir liegen habe, da brauche ich jetzt nicht unbedingt wirklich Ausrüstung, wobei es auch nicht schlecht ist, wenn ich Mund-zu-Mund-Beatmung machen muss und ich so ein Blasetuch mit habe, damit, wenn der sich angespieben hat oder Blut rauskommt, ja, aus dem Mund und sage jetzt ja nicht, wie geht's, sondern das ist ganz normal, könnte dir auch passieren, gell? Das ist kein Verdienst, nicht am Boden zu liegen und einen Notfall zu haben, sondern es ist Zufall, ja. Es ist auch Zufall dabei. Also es kann jedem passieren. Wobei der Thomas auch gesagt hat, wenn die Beatmung, das ist nicht die Priorität. Die Priorität bei einer bewusstlosen Person, die auch keinen Kreislauf hat, also nicht atmet, ja, ist die Herzdruckmassage. Wir haben das nicht live gemacht, weil ich bin keine Puppe und das ist sicher nicht angenehm, das haben wir nicht gemacht, aber das ist jetzt mal der Punkt. Ich kann vieles improvisieren. Wir haben uns das auch angeschaut, wie man einen Bruch schienen kann. Ganz coole Sachen kann man improvisieren. Aber es gibt gewisse Sachen, da ist es einfach gescheit, auch eine gewisse Vorbereitung zu haben. Und ich habe schon einmal ein Video gemacht, wo ich diese Uriel-Bandage hier propagiert habe, wenn ich das so sagen darf. Das ist etwas, was ich immer dabei habe. Damit kann ich eine starke Blutung, wenn es mich selber betrifft, aber auch jemanden anderen in den Griff bekommen. Das ist ein Multitool, das gehört einfach dazu. Aber wenn man nicht nur allein unterwegs ist, sondern vielleicht ein paar mehr Leute dabei hat, dann braucht man auch etwas größer, um. Und jetzt kommt aus diesem Kontrollverlust, den man hat, Scheiße, was tun wir und wie könnte man das jetzt tun, wieder in die Handlung zu kommen, um handlungsfähig zu bleiben. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel etwas Neues von der Firma Mittech, jetzt auch im Einsatz, das ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Und zwar, andersrum. So ein Tasche, man kann etwas am Mann haben oder an der Frau, ja, das ist ja total okay, sowas hier zum Beispiel, ich habe das immer einstecken, aber das reicht oft nicht. Ich bin aber auch nicht jemand, ich gebe es zu, es gibt Leute, die tun das, die ganze Zeit ihr Taschall herumhängen haben am Gürtel. Da stehe ich nicht drauf. Ich habe das an einer Tasche, an einem Rucksack und ich gehe eh nicht kilometerweit von diesem Rucksack weg. Das kann vielleicht ein Problem sein, aber es war noch keins. Was nicht beweist, dass es nicht einmal eins wird, aber ist mir wurscht, ich habe ja eh mein das hier dabei. Und wenn ich eine Pinzette oder was brauche, muss ich hingehen, ist ja dann nicht so schlimm. Also. Das Problem ist aber meistens mit diesen Molleteilen, wenn ich das wirklich runternehmen will und transportieren will, entweder zum Ort des Geschehens, zum Patienten, oder ich sage, hey du, eigentlich, ich gehe jetzt doch einen Kilometer weg, will aber nicht meinen schweren Rucksack, mein Readback MK3, mein vollgefülltes Backout-Bag mit 30 Kilo oder so irgendwas, nicht mitnehmen, dann ist das immer blöd, ja, wenn man das ausfädeln muss. Das ist ja nicht der Fall, weil der Molle-Streifen hier an dieser Platte hängt. Hat aber auch einen Nachteil, das muss man auch dazu sagen, eigentlich zwei Nachteile. Also zwei kleine Nachteile und eben den großen Vorteil, dass ich es unternehmen kann. Das hier kann mit der Zeit, dass die, wenn irgendwelche Pflanzen oder irgendwelche Tierhaare, ich habe einen Wuschelhund, der da irgendwo herumkuschelt jetzt, das ist ein Problem, ja, das kann passieren. Und das darf man auch nicht vergessen, das hat schon Gewicht. Jetzt wirst du sagen, Rainer, du bist so eine Diva, du bist immer so übersensibel, was Gewicht betrifft. Ja, wenn ich bei jedem Ausrüstungsgegenstand, den ich mitnehme, 10 oder 15 oder 20% an Gewicht sparen kann, ist das schon ein bisschen was für so einen Blattkerl wie mich, der nicht trainiert ist. Aber ernsthaft, ja, es hat schon ein bisschen Gewicht, das macht schon ein bisschen was. Aber soll so sein, das kann ich dann runternehmen. Dann, natürlich. Ein Patch kann man vorne drauf machen, das ist ganz, ganz wichtig. Nein, natürlich meinen Patch, den Survival Kit Inside Patch. Oder musst du natürlich nicht, aber das ist auch möglich. Dann hier außen hat man noch so Laser-Cut-Teile. Da kann man dann vielleicht auch noch Kleinigkeiten reinstecken, wobei ich das nicht so gern habe, gell? Weil das fällt dann raus und da stehe ich nicht so drauf. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Und jetzt kommt's vom System her, von diesem System her, haben sich die abgeschaut von einem Amerikaner, wie heißen die? Oh, fehlt mir jetzt nicht ein. Ich gebe da aber unten den Link auf Amazon auf das Original. Und zwar, dass wir etwas haben, das man so aufmacht. Ja, dass man komplett runterziehen kann. Fällt das ja gerade jetzt nicht ein, wie das heißt. Ja, so kann es passieren. Aber dass ich hier
so über diese Art und Weise aufmachen kann. Das hat bei diesem Erste-Hilfe-Set für mich jetzt als Outdoor-Mann und Laie, interessierter Laie, aber nur Laie, ich bin kein Notarzt oder Rettung, super, Wahnsinn, Sanitäter, überhaupt nicht. Aber was ich halt schon merke, es ist irgendwie voll leiwand, wenn ich das hinlegen kann auf den Boden und da fallen nicht alle Sachen gleich raus. Also ich kann das hinlegen und das geht bei dem jetzt recht fein. Das geht, ja? Mache ich auf und lege ich jetzt irgendwo ab. So, und habe aber dann auch gleich Zugriff zu den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn das nur so eine Tasche ist, wo man dann so reingreifen muss, weil hier da jetzt zu ist und dann hängt da unten was und dann muss ich mal alles rausnehmen, das ist einfach... Ja? Hier habe ich wirklich Zugriff auf, oder relativ rasch Zugriff auf unterschiedlichste Materialien. So, jetzt habe ich eh lang geplaudert. Hier hat man jetzt dann unterschiedlichste Taschen und Sachen, die man reinhängen kann. Ich will jetzt da gar nicht im Detail reingehen. Schau, da ist wirklich sehr viel Platz und für den einen wird es passen, für den anderen nicht. Aber das musst du ohnehin du entscheiden. Also diese Tasche hier, diese Außenhülle, die ist sehr wertig, die ist wirklich gut gemacht, obwohl sie Miltec ist. Und ich höre jetzt schon den einen oder die andere sagen, Miltec, das ist ein Vorurteil und du darfst auch ein Vorurteil haben. Ich bin nicht der Sittenwächter hier, der sagt, du darfst keine Vorurteile haben. Nein, darfst du eh haben. Nur, ich kann sagen, dass es bei Miltec Klumpert gibt, echtes Klumpert, wo ich sage, das produziert, das ist eine Frechheit. Das hier gehört nicht dazu, es ist wirklich wertig. Ja? Und ich meine, es ist kein Maxpedition oder Tasmanian Tiger, aber doch recht gut. Und was halt auch im Lieferumfang dabei ist, das ist hier, das ist jetzt noch original verpackt, ich mache mal auf, ein Set an unterschiedlichsten, da schau her, Sachen, die halt hier Wundauflagen und solche Pflaster, oder ich weiß, irgendwer schreibt mir sicher wieder, das heißt nicht Pflaster, sondern gibt sicher irgendeinen super Namen dafür. Bei mir heißt das Pflaster. Ich bin ein interessierter Laie, ich darf Pflaster sagen. Dreieckstuch, sehr, sehr wichtig. Der Dr. Thomas, also mein Notarztkollege, der die Survival Trainings macht, der ist ganz verrückt nach Dreieckstüchern, weil man damit so viele Dinge tun kann. Und das hat uns auch gezeigt und das sehe ich auch so. Dann Rettungsdecken sind auch mit dabei. Entschuldige das Licht, das ist vielleicht ein bisschen störend, tut mir leid, aber da haben wir jetzt Rettungsdecken, sehr, sehr praktisch. Wir haben damit auch Verletzte transportiert, das geht ganz gut. Mag aber dazu etwas sagen, Rettungsdecke ist ohnehin ein Multitool. Ich kann dir aber auch empfehlen, natürlich stinkige Eigenwehr, aber das ist eh ganz klar, und zwar meine extra starke, turbo-dicke Rettungsdecke, die ist dreimal oder zweieinhalbmal so dick wie die klassische. Dadurch kannst du, das ist, wenn du etwas bauen musst, damit meine ich ein Schrägdach oder dich einwickeln musst, das hält einfach besser. Ich gebe dir natürlich unten den Link in meinen Shop, wenn du das magst, aber das ist auch mit dabei. Was auch, und so rausgefallen, ist eine Verbandschere. Bei den Verbandscheren hängt es halt auch davon ab, was können die wirklich. Ich werde das jetzt nicht tun, ich werde jetzt hier nicht mein NATO-Band von meiner Momentum durchschneiden, da stehe ich jetzt irgendwie nicht drauf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren würde. Wobei das irgendwann einmal auch seine Grenze hat. Jetzt wirst du sagen, warum will man eine Uhr runterschneiden? Rainer, bist du irre? Naja, wir haben zum Beispiel über Schlangenbisse gesprochen. Ja? Und bei einem Schlangenbiss, ja, dann wird es hier zu einer Schwellung kommen. Egal, ob die jetzt giftig war. Wenn es giftig ist, natürlich noch viel mehr. Es kann aber auch bei einer ungiftigen Schlange passieren, dass es hier zu einer Schwellung kommt, zu einer vielleicht sogar allergischen lokalen Reaktion. Insektenstich, was auch immer. Wir müssen alles, was irgendwie beengend ist, runternehmen. Das tun wir vorher, damit wir nicht schneiden müssen. Aber vielleicht kommst du zu jemandem oder man hat es im Stress vergessen. Ja, dann muss man da vielleicht irgendwie abschneiden. Und da sind halt Verbandscheren natürlich besser und sinnvoller. Aber die hier ist halt auch grenzwertig machbar. Es gibt da aber bessere. Ich habe zum Beispiel mal den Raptor vorgestellt von Leatherman. Da gebe ich da oben den Link. Ist eine feine Sache. Also es sind dann auch noch so Handschuhe und Mund-zu-Mund-Beatmungstuch und solche Dinge dabei. Alles, was man halt braucht, um Kleinigkeiten zu machen. Das ist alles in Ordnung und das ist auch vernünftige Qualität, die hier eingefügt ist. Also nicht irgendein Schrott. Taugt mir. Was mir hier fehlt, ist mir persönlich eine Pinzette. Ich bin ein alter Pinzetten-Fan, da habe ich ja mal über die Zecken gesprochen. Gebe ich da auch den Link zu dem Video. Hat ein bisschen einen lustigen Touch gehabt. Aber für mich ist eine Pinzette
gehört dazu. Ich weiß, dass es namhafte und auch wirklich Survival-Trainer gibt. Ich nenne es da Joe Vogel, ja. Der jetzt Top-Mann, absoluter Top-Mann, der sagt, eine Pinzette kann man mitnehmen, aber wirklich wichtig ist es nicht, das kann man improvisieren und so weiter und mag ja auch alles sein. Er schreibt das ja auch in seinem Buch Survival Medizin, ja, gebe ich da auch unten den Link dazu, das habe ich auch einmal vorgestellt. Sehr umfangreiches Buch, ja, sehr umfangreiches Buch, vielleicht für den wirklich interessierten Leser. Aber da kommt zum Beispiel das mit der Pinzette so, naja, kann man ja mit Messer, Zecke runternehmen und so. Ich stehe auf Pinzetten. Ich weiß, dass die ein sehr enges Anwendungsgebiet haben, extrem eng. Aber da sind sie einfach top. Wenn du da so einen richtigen Schiefer, wie man in Österreich sagt, also so einen Holzsplitter, einzogen hast, so richtig, dann ist das wirklich, ich weiß nicht, die haben wirklich nachgedacht beim Erfinden von Pinzetten. Also da sage ich, da spare ich mir irgendwo anders ein Gewicht, indem ich ein Taschal, ein Molle Taschal nicht draufgebe und habe dafür eine Pinzette mit. Das sehe ich zumindest so, aber ist ja jetzt egal. Es gibt es in unterschiedlichen Farben und ich will dir jetzt auch gar nicht das hier andrehen und sagen, das ist genau das Richtige, was du brauchst. Nein, überhaupt nicht, ja. Aber ich wollte halt einfach auch, weil mich auch einige gefragt haben wegen diesem Miltec-Teil, das ich bei mir im Shop habe. Hab's natürlich bei mir im Shop, ob ich es nicht einmal vorstellen kann. So, jetzt habe ich lang geredet. Ich weiß gar nicht, wie lang und wie lang dieses Video schon wieder dauert. Lange Rede, kurzer Sinn ist, ja, was gehört in so ein Erste-Hilfe-Kit? Die Basisgeschichten einfach für eine Blutung, dass ich meinen Arm verbinden kann, dass ich handlungsfähig bleibe, Rettungstuch und von mir aus auch Desinfektion. Desinfektionsmittel, wenn du es reingeben willst, kannst du tun, ist aber in Wahrheit nicht die Priorität bei einem Erste-Hilfe-Notfall in der Natur. Manche werden jetzt sagen, das muss man desinfizieren und da muss man Alkohol und so weiter draufgeben auf die Wunde, weil die mag alles sein und wenn du das tun willst, dann tu das, ja. Nur der Dr. Thomas sagt auch, das ist nicht die erste Priorität und wenn das jetzt nicht so schmutzig ist, dass da, weiß ich nicht, der Schlamm runterhängt, dann ist das nicht relevant im ersten Schritt. Warum? Wir wollen ja dann wieder schauen, dass wir in die Rettungskette zurückkommen und in einer normalen Zeit, so wie ich das jetzt momentan erlebe, kann ich auch wieder zurück in die Rettungskette. Also irgendwie es schaffen, dass ich dann wieder ärztlich versorgt werde und dann kümmert man sich darum. Also das ist nicht unbedingt notwendig und ja, muss aber jeder für sich selbst natürlich entscheiden, ob du Bachblüten draufgeben willst oder Homöopathisches oder Alkohol oder Octiseptan und wie das ganze Zeug alles heißt. Also darfst du natürlich für dich selbst entscheiden, ist aber nicht notwendig. Und was ich, und das ist jetzt noch einmal ein Plädieren, ich meine, du musst ja nicht zu mir kommen, naja, es ist ja wurscht. Aber schau ganz einfach, wenn dir Survival, Bushcraft und die Handlungsfähigkeit, die daraus sich ergibt, wirklich wichtig ist, wenn das wahrlich ein Thema für dich ist, dann schau nicht nochmal auf die Messertechnik und das Messer und da und so, sondern nimm dir die Zeit und mach einen vernünftigen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs bei einer irgendeiner Survival-Schule oder es gibt auch eigene Erste-Hilfe-Schulen. Geh dorthin und schau dir an, was die speziellen Bedingungen dort sind und lern das. Das ist meiner Meinung nach, und das meine ich so, ja, wichtiger als das 100. Messer, ja, obwohl ich das auch cool finde. Ja. Das ist mein Appell sozusagen. Das war's. Heute vielleicht einmal ein bisschen ein ruhigeres Video. Ich kriege auch Kommentare, Reini, du bist viel zu aufgekratzt, du musst ein bisschen lockerer werden. Ich weiß nicht, ich bin schon müde, deswegen vielleicht ein bisschen weniger Energie. Ich mag dich um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, so wie du magst. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Schreib mir und auch dem Dr. Thomas, der immer wieder da reinschaut, was du davon hältst, wie du Erste Hilfe siehst, wie du dich auf Erste Hilfe Notfälle in der Natur vorbereitest und wie gut du eigentlich wirklich materiell und geistig sowie fachlich vorbereitet bist, das würde mich auch noch interessieren. Da sage ich herzlichen Dank. Link zu allen Produkten findest du natürlich unten, wenn du magst. Ein Abo, wenn es das erste Mal hier bist, bitte die Glocke drücken, damit du die neuen Videos von mir kriegst, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein Reini Rossmann und bis bald für dich.